Hi, dies ist die Aufnahme meines sechsten Livestreams von Chance of Sena. Heute fasse ich mich sehr kurz. Schaut es euch an, kommentiert, liked und abonniert, empfiehlt mich weiter. Viel Spaß, es wird schön. Guten Abend, ihr lieben Leute. Herzlich willkommen auf meinem Twitch-Kanal. Ich heiße Cordula. Und präsentiere euch heute eine weitere Folge. Cordula ist nicht ganz gesund und wird im Laufe des Streams immer mehr abbauen. Und außerdem spielen wir Chance of Sena'a. Sena'a! Frohes neues Jahr erstmal euch allen. Ich hoffe, der Mikroständer hält durch und ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und so weiter. Ich habe Weihnachten und Silvester mit Corona gefeiert. Und mit Corona meine ich meinen Mitbewohner, der Corona hatte. Und ich dachte bis heute, ich hätte es geschafft, negativ davon zu kommen. Und jetzt habe ich Halskratzen und fühle mich nicht gut. Aber ich wollte den Stream nicht absagen, da der letzte Woche schon nicht stattgefunden hat, weil es mir da auch nicht so gut ging. Es ist der Leidensweg, die Passion, Cordi, es tut mir so leid. Ich hätte jedenfalls Bock, euch wenigstens kurz zu sehen, ist das falsche Wort, aber kurz mit euch zu zocken. Deshalb wird das heute eine flotte Runde von einer Stunde in etwa oder so. Das kündige ich öfter an und dann wird es doch länger. Aber mal sehen. Also meiner Gesundheit zuliebe soll es wahrscheinlich bei einer Stunde belassen. Denn noch sind es nur Halsschmerzen, aber wenn ich jetzt zu lange euch zutexte, ist wahrscheinlich meine Stimme weg. Aber erzählt mal, wo ist mein Chatfenster hier? Denn hier los? Ich habe kein Chatfenster. Einen Moment, kurz. So, jetzt kann ich euch auch lesen. Das war irgendwie abgestellt und ich musste das Fenster erst finden. Moin JCM dort. Guten Abend Buffelbeiß und hallo an Gerrit. Cool, dass ihr da seid. Ah, okay. An Gerrit hat mir erklärt, wo man in OBS das Chatfenster findet. Das konnte ich aber nicht sehen, weil es mir im Chat erklärt hat. Crazy. So, damit meine Stimme nicht schon weg ist, bevor wir überhaupt angefangen haben zu spielen, fangen wir einfach direkt an. Ich brauche noch meinen Kopfhörer. Ich weiß auch nicht mehr so recht, was passiert ist. Aber erzählt auch gerne mal, wie eure Weihnachtstage waren. Habt ihr abgesahnt? Also kulinarisch zum Beispiel. Emotional oder auch materiell. Übrigens wichtig, ich habe mich mit einem Billo-Schnupfen angesteckt, der sich jetzt über Wochen zieht, weil ich einfach noch super viel unterwegs und am Schuften war, sagt Buffelbeiß. Ja, das kenne ich. Und es nervt mich so, dieses nicht so richtig krank sein, aber also irgendwie nicht krank genug, um guten Gewissens so komplett zu Hause zu bleiben und liegen zu bleiben. Und dann, ja, dann zieht sich's ewig und eigentlich ist es dumm. Eigentlich sollte man, sobald man merkt, irgendwas ist nicht ganz richtig, nichts mehr tun. Aber emotional abgesagt, sagt Angerit. Abgesahnt, nicht abgesagt. Ich habe heute emotional abgesagt, Leute. Frohes Neues, sagt Jesse Emmert. Frohes Neues, gleichfalls. 2024. Verrückt. Futuristisch. Ja, dann können wir eigentlich jetzt anfangen. Jo. Fabrik. Wir waren also zuerst in der Fabrik. Gut, ich warte, ich stelle mein Bild noch um. Als würde ich das vergessen können. So. Ach, ich habe übrigens auch, ich habe materiell abgesahnt. Das muss ich noch schnell erzählen. Auch wenn ihr das jetzt nicht sehen könnt. Ich habe einen Greenscreen bekommen. Ihr müsst bald nicht mehr die hässliche Tapete hinter mir sehen, sondern verrückte Dinge, die ich da reinprojiziere. Nee, mit verrückte Dinge, die ich da reinprojiziere, das macht keinen Sinn. Sondern mehr vom Spiel und weniger von meinem Raum. So. Allerdings habe ich dank des Greenscreens nochmal festgestellt, wie schlecht diese alte Webcam ist, die ich benutze. Das heißt, wahrscheinlich müsst ihr vielleicht noch auf den Greenscreen warten, bis eine bessere Kamera da ist. So viel dazu. Das hier euch wahrscheinlich jetzt auch nicht so brennt. Oder den Hintergrund einfach lassen, aber virtuell. Ja, genau. Und was mit den Katzen? Was mit den Katzen? Stimmt. Ich wollte ja mal die Catcam wieder einführen. Ich könnte natürlich auch einfach immer die Katzen in meinen Hintergrund beamen. Nee, wie da sagt man das? Projizieren. Sobald ich einen Greenscreen habe. Ich
kann es kaum aussprechen. Der Greenscreen ist aber so riesig, dass es schwer wird, den überhaupt in diesen Raum reinzukriegen. Ja, deshalb werde ich wahrscheinlich demnächst im Stream viel Meter machen müssen. Also rumlaufen, damit sich mit dem Greenscreen auch lohnt. Also beim Zocken werde ich immer so 5 Meter nach links und rechts laufen und hoch und runter springen. Und da brauche ich einen Kameramann, der mich natürlich wieder... Also entweder muss ich das alles einfach... Egal. Wir gucken mal. Heute aber noch ganz normal. So, ich muss leiser reden, das merke ich schon. Ich rede beim Stream immer so ein Ticken lauter als im echten Leben. Das ist nicht das echte Leben hier, Leute. Wir waren irgendwie hier ange... Ah, genau, es gibt eine neue Sprache. Ich weiß es alles nicht mehr so genau, um ehrlich zu sein. Das heißt auf und zu wahrscheinlich, ne? Shit. Einfach mal gedreht, schnell wieder zu. Also ich finde, das könnte sowas wie auf und zu oder hoch und runter heißen. Ja, einfach immer alle Hebel bedienen, ne? Wie man das so macht. Direkt notieren. Guter Punkt. An Gerrit. Ach, guck mal, da gibt es sogar Bilder für. Warte, ich muss noch mal kurz gucken, wie die aussehen. Also das ist ja dann wahrscheinlich zu mit dem Pfeil nach unten, ne? Pfeil nach unten ist zu. Und das ist auf. Yes, nice. Eine Minute im Spiel, schon eine Seite vervollständigt. Bevor es Ärger gibt. Ich weiß nicht, ob... Ach Leute, mein Kopf funktioniert doch heute nicht. Wie immer. Diesmal habe ich einen neuen Grund. Kefal. Ob Kefal heute am Start ist, weiß ich nicht. Der ärgert sich immer, wenn ich... Zu Recht, wenn ich nicht genug notiere. Okay, ich kann den Knopf drücken, dann macht's X. Es macht X. Im Hebel. Wir haben ein Puzzle-Ding. Hier muss irgendwas rein. Wir haben aber nichts bisher. Ja, mehr können wir, glaube ich, noch nicht machen. Wir können nur drücken. Hebeln. Auf und zu. Was passiert denn, wenn wir das zumachen und dann hebeln? Okay. Dann macht's... Muss ich einen Schluck Tee trinken? Das ist meine letzte Hoffnung gegen die Erkältung. Und dann Gerrit hat emotional abgesandt, hat er übrigens geschrieben. Was heißt das denn? Okay, ich glaube, wir können hier noch nicht so viel machen. Wir müssen erst was da oben reinlegen. Das sieht alles aus wie riesige Batterien, sind aber Fässer. Lasst euch da nicht täuschen. Warte, ich wollte noch in den Locker gucken. Kann er nicht. Kamen wir von da unten? Vermutlich, ne? Ich habe echt gar keine Erinnerung mehr. Jetzt sind wir im Goldbarrenlager. Hier wurde materiell abgesahnt. Ich meine, vielleicht ist es auch Butter, man weiß es nicht. Aber auch das wäre ja... Aha. Steht auf dem Gold Gold drauf? Was steht auf so Gold drauf? Ich hätte noch nie einen Goldbarren. Wer von euch hat schon mal einen Goldbarren besessen? Oder weiß auch so, was auf so Goldbarren draufsteht? Steht da, wo der gegossen wurde? Also ist da so ein... Was ist denn, Muck? Willst du mitmachen? So schön, dass du vorbeikommst. Komm hoch. Eigentlich hatte der junge Mann schon Abendessen. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier angefleht kommt. Angeflemmt. Wo bist du denn? Ja, ich bück mich doch jetzt nicht. Ja, kommst du hoch? Ja, dann komm doch hoch. Oh Gott. Das kann jetzt noch eine halbe Stunde dauern. Oh, Kefal ist da. Gold, geil. Hallo Kefal erstmal. Frohes Neues. 10 mitnehmen und in Rente gehen. Ja, man kann, glaube ich, nur eins mitnehmen. Oder? Leider. Da bist du ja. Hallo. Ja, ob das steht, also die Frage war, steht auf Gold drauf Gold? Oder steht da irgendwie Gold, Goldgießerei, Brechmann? Keine Ahnung. Wen interessiert der Turm? Ja, ach so, der Turm. Stimmt, ich vergesse mal, dass wir so einen Turm hochholen. Nie besessen, aber drüber gelesen. Super spannend. Okay, Buffelweiß hat schon mal drüber gelesen. Danke, Käfer, fürs frohe Neue. Gold ist objektiv komplett wertlos. Menschen sind bloß aus psychologischer Gründen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Sind so Goldbarren eigentlich aus purem Gold? Weil das ist doch voll weich, oder? Sind das auch Legierungen?
So. Es isoliert gut, oder? Ich habe doch keine Ahnung. So. Emil, kannst du bitte aufhören, das Mikrofon zu verstellen? Entschuldigung. Hier ist Chaos. Wir sind alle noch so ein bisschen im zwischen den Jahren-Modus. Gehirn abgestellt und ja. Und mit alle meine ich diese beiden Katzen und mich. Silber ist seltener als Gold. Aha. Das ist aber, der leuchtet aber sehr. Ach nee, die leuchten alle. Ah, cool. Ich habe das Gefühl, ich gehe sehr ohne Konzepte durch. Wie immer eigentlich, aber wieso kann man die nur in einer bestimmten Reihenfolge öffnen? Ja, ne? Müssen wir uns merken, in welcher? Come on! Eine Schablone. Oh, cool, so eine hatte ich als Kind für so Geheimschrift. Yes, nice. Ein Pinüppel. Nee, wie heißt das nochmal in echt? Das ist auch zu abgehackt für ein Pinüppel. Wie heißt das denn nochmal? Pylone. Oder? Okay, ihr seid immer noch in der Golddiskussion. Einer der Hauptgründe, warum die überhaupt geprägt sind, ist, weil die Gießerei für die Reinheit ihre Garantie abgibt. Okay, also schon reines Gold. Und das Metall ist total schlecht, weil weich und so weiter. Ja, genau, sag ich auch. Weicher Scheiß. Weich sein ist nichts Schlechtes, aber schon, wenn man ein Metall ist. Okay, hier muss eine Floppy-Disk rein, haben wir leider keine dabei. Nein, hier, die lustigen Karten. Die nehmen wir doch gerne. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich habe auch voll vergessen, wie ich hier hingekommen bin und so, welche Sprache ich jetzt zu lernen habe. Und mir hat auch unter das letzte Video jemand kommentiert, dass wir in dieser Welt der Krieger war es, glaube ich, auch gar nicht fertig waren mit der Sprache. Oder war es in der Welt der Barden? Egal, Mann. Wir können auch mit dem Beamgerät auch immer wieder dahin, wenn wir Langeweile kriegen. Wir können erstmal was rumlaufen, wieder klarkommen. Finde ich eine gute Idee, Buffelbeiß. Und dann muss ich auch bald ins Bett. So, ich verabschiede mich dann auch schon wieder. Ach, da waren wir! Aua, jetzt bin ich gekratzt. Genau. Hier dieses sehr, sehr, sehr schwierige, also für mich sehr schwierige Hindernis hatte ich gemeistert. Hier, wo die großen Karamellkamellen gebacken werden und hier aus dem Ofen kommen. Und da darf man nicht reingeraten, weil man dann völlig verklebt. Und das will niemand. Das hatten wir aber geschafft. Genau, und dann habe ich gesagt, damals im letzten Jahr, ich speichere jetzt. Gehabt euch wohl, frohe Weihnachten. So war es doch. Ich kann dem Buch nachgucken, ob ich fertig bin oder nicht. Das stimmt eigentlich. Haben wir leere Sachen? Also stimmt nicht nur eigentlich, das stimmt. Aber irgendwer hatte mir das unter YouTube, also bei YouTube hinkommentiert. Ich freue mich ja über jeden Kommentar, weil ich ja auch keine kriege. Also freute ich mich über diesen einen Kommentar. Und gleichzeitig habe ich mich dann schlecht gefühlt, weil ich darauf hingewiesen wurde, dass ich das nicht vollständig gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch war. In dem Fall danke für den Kommentar. 200 Chance of Sinar Streams. Ein Item aus dem Spind genommen. Das ist genug Progress für einen Stream. Ja, das stimmt. Sowohl Bade als auch Krieger ist nicht fertig. Woran siehst du das jetzt? War das... Was war nochmal die allererste Sprache, die wir hatten? War das die hier? Ja, ne? Ach komm, wir machen jetzt erstmal mit dem Quatsch hier weiter. Ach Gott, okay. Ach so, die schwarzen Glyphen. Alles klar, okay, hier fehlen uns noch drei. Engel, Frau und Musiker. Das sind ja Barden, oder? Hä, das hatten wir noch nicht ausgefüllt? What the hell? Oben in der Markierung für die Sprache haben die fertigen Sprachen auch einen Kreis drumrum. Ah, okay, also haben wir nur eine fertig. Ja, komm, Leute. Irgendwann in meinem Leben muss ich auch mal lernen, Dinge halbfertig zu akzeptieren. Ich will das Spiel jetzt, in diesem Spiel erstmal kein Streber sein. Hier kommen wir doch her. Nee, tun wir nicht. Stimmt nicht. So, wir haben zwei Wägelchen. Wir haben
Ein Hackebeil, wir haben einen Gulli. Die sind alle nicht wichtig. Wir haben immer noch diesen Schrank. Kann man denn da noch mehr rausnehmen? Ja. Aber der geht ja nicht auf. Geht der nur auf, wenn ein anderer zu ist? Aber wir können die anderen auch nicht wieder zumachen. Was ist denn, wenn ich hier... Wo war denn diese Zaubertaste? Ich finde sie nicht mehr. Ups. Tja. Oh, hallo! Abteil-Switch-Inge. Die Abteil-Switch-Inge. Hallo! I want to... Ach, okay. Und Geraldus, Nabend. Liebe Grüße aus Oche. Oh, good old Oche. Hallo, Geraldus. Grüße zurück nach Oche. Meine Heimat. Ja, stimmt nicht ganz. Ich bin da nicht geboren, aber quasi meine Heimatstadt. Mittlere Maus. Oh, das könnte sein. Das ist wohl Spam, sagt mir. Ja, Abteil, Switching ist Spam, habe ich dann auch realisiert. Schon zu viele Worte drauf verwendet. Aber Geraldus ist nicht Spam. Also willkommen. Schön, dass du zum ersten Mal hier bist. Und, ja, es kriegt direkt Heimweh. Ich war vor ein paar Wochen noch in Oche. Das war schön. Das Wetter war scheiße, wie es sich gehört in Oche. Und trotzdem war ich ganz selig, da zu sein. Weil es ist lange her. Und dann hatte Printen klein zu. Obwohl das einer der Hauptgründe war, warum ich in Oche war. Das war ärgerlich. So, spannende Geschichte. Printenklein ist einer von vielen, nee, von einigen Printenherstellern in Aachen. Und der so, wo ich am liebsten kaufe. Warum auch immer, weil irgendwer mal behauptet hat, das wären die besten Printen. Und ich glaube ja sowas sofort. Hier waren wir doch auch schon. Wir sind doch schon hier reingefahren. Ach nee, wenn wir hier lang gehen, kommen wir dann wieder zu diesem Ding mit den Karamellen? Ja, ne? Oh nein, schon gefreut, zack, Spam. Buffel Weiß hat mich durchschaut. Oh, ein neuer Kunde, wollte ich gerade sagen. Follower. Ihr müsst mir heute, dürft ihr mir nicht verübeln, wenn ich ein bisschen neben mir stehe. Ich habe ja immer einen Grund. Heute sind es die Halsschmerzen. Ich hatte letztens nicht Oche-Oche-Wetter und wurde ganz nostalgisch. Ja, Hardcore-Regen mit Hardcore-Wind. Ach, Oche. So, aber... Sehe ich das richtig, dass wenn ich hier reingehe, ich wieder zu den Karamellen komme? Ja, ne? Was kann man hier machen? Achso, das ist nur der Hebel. Ich dachte, man könnte hier was einsammeln. Ich gehe da jetzt nicht rein, weil das haben wir doch letztes Mal gemacht. Ja. Und dann sind wir doch dahin gekommen, wo wir durch diesen Wasserfall aus Karamellbonbons laufen müssen. Das will ich nicht nochmal erleben. Dafür sind meine Nerven zu schwach. Wo kamen wir denn daher? Hier dann? Gehen wir gerade zurück... Gar keine Orientierung. In diesem Stream, Caller versucht sich verzweifelt im letzten Stream zu erinnern. Ja, wirklich. Ziemlich genau das. Sind wir schon in diesen Turm hochgelaufen? Ich weiß nicht. Obviously. Ach, Leute. Ich bin ehrlich, ich habe kurz vorm Stream gedacht, lass ich sein. Ich bin so... Oh! Harry Potter? Ach nee, ich dachte gerade... Das wäre auch nicht Harry Potter, oder? Ich dachte auf jeden Fall gerade, das würde... Ich habe so ein... Weiß ich auch nicht, was in mir los ist. Aber ich dachte, die Tische würden alle schweben. Ich habe das irgendwie gerade perspektivisch auf Anblick... Also auf den ersten Anblick nicht richtig erkannt und dachte, das wäre sowas Magisches. Vielleicht liegt es auch an dem Hut von dem Dude. Das habe ich eben Pylone genannt im Schrank. Das war aber ein Hut. Der 2023 Recap-Stream, ich kann mich nicht erinnern. Ach ja. So, hier waren wir noch nicht. So viel weiß ich noch. Das hätte ich mir gemerkt. Jetzt müssen wir uns erstmal in Ruhe hinsetzen und ein bisschen was lesen. Ah, hier wird die Maschine erklärt. Nice. Das war auf. Also müssen das öffnen. Runter. Was war, hieß das nochmal? 4. Das muss auf 4. Tick, Track und Trock, nee, Tick, Trick und Track. Und das muss auf 3. Okay, das muss auf 3, das muss auf 4. Und hier
muss in zwei Sachen rein von diesen hier. Die stehen zur Auswahl. Ich nenne das mal Input 1. Wenn ich Sachen nicht notiere, kriege ich ja Ärger. Moment, wie sah der Input 2 aus? Das mit dem Kreis und dann das Ding. Nein! Ach, J. Das ist Input 3. Und das in der MIDI war das hier, ne? Ich kann mir nicht mal ein Symbol für 2 Sekunden merken, ey. War das so? Zeigen Sie nochmal. Ja. Heute ist Oche-Wetter in Oche. Regen und Westwind. Ach, schön. Ja, liebe Grüße. Liebe Grüße. Good old Oche. Ich bin gerade im Zug zurück. Limolitz, hallo, nach Stockholm. Mal sehen, wie das Internet so mitmacht. Ich drück die Daumen. Ich mache heute extra langsam, sodass du auch bei langsamem Internet alles mitbekommst. Bisher habe ich nichts getan, außer verwirrt drüber nachgedacht, was letztes Mal passiert ist. Wie hat sich gehört? Genau, Buffelbeiß. Das Wetter in Oche. Ich habe gehört, dass ordentlich Schnee in Stockholm liegt. Oh, voll neidisch. Wir hatten tatsächlich hier in Kopenhagen am Tag vor Heiligabend, also am 23., kam ich aus dem Supermarkt, um die letzten Einkäufe für den heiligen Abend zu tätigen, beziehungsweise hatte sie gerade getätigt, war mit dem Fahrrad da und dann gab es so einen richtigen, ja, Schneesturm ist übertrieben, aber es hat doll geschneit und ich musste durch den unbeleuchteten Park zurück und es war irgendwie alles sehr romantisch und sehr schön. Da war ich so richtig in Weihnachtsstimmung und dann hat es geregnet und Weihnachten auch und die ganze Zeit war Wetter eklig, da war die Weihnachtsstimmung wieder weg. Aber das war eigentlich mein Weihnachtshighlight, war der 23. mit dem Schnee, das war sehr schön. So. 1 Input 2, 2 Input 1, 3 Input 3, 4, vielleicht nennen wir die dann lieber nach, oh Gott, Leute, nach dem, was daneben steht. Es ist alles sehr verwirrend. Zwei, drei, vier, so. Kann ich einfach so einen Typen mal anhauen und fragen, was hier vor sich geht? Vielleicht spart uns das Zeit. So. Ich sitze so nah an der Kamera, ne? Das ist ja gruselig für euch, es tut mir leid. So, okay, jetzt würde ich gerne zurück zur Maschine, aber wahrscheinlich wissen wir noch gar nicht genug dafür, ne? Wir können mit niemandem reden. Ich finde auch... Ah, da ist der Cheat-Key. Dann ging der eben einfach nicht in dem Lockerraum. Okay, wir haben Münzen mit der Nummer 2. Achso, das sind die Münzen, das sind die Zweier-Dinger. Eins ist ein Ring. Ich kann ja jetzt schlecht einbrechen, oder? Nee, aber sagt mal unser Ding hier. Da ist ja auch so eins drauf. Input 1, ah ja. Aber das sind so verschiedene Schätze. Eins ist der Goldbarren. Zwei sind diese Münzen. Drei ist der Ring. Der protzige, das sieht aus wie diese dicken Ringe, die man so an den Highschools in den USA bekommt, wenn man graduiert. Zahlen kannst du nicht tippen, weil dann die Szene sich ändert. Ach, sorry, Leute. Ich habe tatsächlich gerade peripher gesehen, dass irgendwie mein Kopf so groß ist. Da meine ich auch, ich bin so nah an der Kamera. Ah. Okay. Guck mal in den Chat. Ist auch ein guter Hinweis, danke, Angerit. Ich bin so groß heute, genau. Ich bin so nah an der Kamera, aber meine Schlussfolgerung daraus, dass ich die Szene gewechselt habe. Ich bin trotzdem zu nah an der Kamera. Wenn ich die Szene halt wechsle, kann ich mein eigenes Gesicht unten, ich habe so eine ganz kleine Ansicht hier, erkennen und das macht mir Angst. Oh, ich krieg Halsweh, Leute, ich rede wieder zu laut und zu viel. Wollte mal einen Schweigestream. Hier kann man was angucken. Schaffe ich eh nicht. Also zu schweigen. So, wir haben hier so eine Art Dosenöffner und Flammenwerfer in einem. Und Fröbel. Nee, hier kann man sowas rausziehen. Vielleicht ist es auch so eine Luftballonpumpe. Das war, glaube ich, das erste Werkzeug, was ich besessen habe als Kind, war eine Luftballonpumpe.
Damit ich nicht so, immer so doll aus der Puste komme, wenn die ganzen Luftballons nicht mehr aufpusten musste. Okay. Ich habe gesehen, dass manche Streamer den Chat im Bild anzeigen. Das wäre vielleicht ganz nützlich. Ja, dann seid ihr halt für immer verewigt auf YouTube, wenn ihr das wollt. Ich habe auch schon mal drüber nachgedacht. Ja, das würde ich auch schon irgendwie hinkriegen. Ich weiß, ich bin doch faul. Wie ihr seht, habe ich ja seit meinem ersten Stream nichts gemacht an dem Erscheinungsbild meiner selbst oder meines Streams. Bringt mir als Streamer nichts. Ja, vielleicht würde ich es dann eher sehen. Ich gucke ja ab und zu in Chat. Ich denke halt, wenn ich zu oft in Chat gucke und bei euren ganzen Dialogen da, Monologen, ganzen Monologen, nee, bei euren Gesprächen mitlese, komme ich halt nicht voran im Spiel. So, ich will mir noch ein kurzes Bild angucken. Was könnte denn hier stehen? Fröbeln Sie den Stöbel um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Ich weiß es nicht. Woher soll ich das wissen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Schreiben wir einfach. Welches war das? Das hier, ne? Fröbel. Fröbel. War das der Schnöbel? Ja, ne? Ja. Fröbel, Schnöbel. Sollen wir mal gucken. Stöbel. Nee, Schnöbel. Stöbel, ja, Stöbel klingt mehr nach einem Werkzeug, finde ich besser. Fröbel den Stöbel. So. Sehr gut. Jetzt kann es weitergehen. Ich würde es gerne diese Maschine nochmal ausprobieren, aber ich muss ja auch irgendwie an diese ganzen Geräte kommen, diese ganzen wertvollen Dinge. Oh, was gibt's da noch? Achso, das war wieder. Ich gehe mal weiter. Die sind doch alle so vertieft in ihre Bücher, hier diese. Harry Potter, Boomer Harry Potters. Die kriegen doch gar nicht mit, wenn ich hier was mitnehme, oder? Kommen wir da her? Ja, da kommen wir her. Kamen wir von oben oder von unten? Kam von unten. Ich erinnere mich, das ist erst 10 Minuten her. Waren wir hier auch nicht? Es ist mir auch noch kalt. Tut mir leid, ich muss mir jetzt noch ein Wollding drüber ziehen. Mich friert's. So, was haben wir noch? Fröbel, Stöbel. Okay, also die Menschenmenge wird elektrifiziert. Also diese Männer mit Hut zusammen mit einem Mikroskop und einer weiteren Anleitung. Wobei die beiden, ach so, das ist Plural. Das sind Wissenschaftler und das sind Barden vielleicht. Sollen wir das mal sagen? Also das sind Wissenschaftler. Das ist ein Barde. Also Barden-Wissenschaftler sind gegen die fucking Hutträger. Nee, den Hüten. Wer sind die denn? Plural. Sind das diese Gläubigen? Und wer sind diese Katzenmenschen? Die sind ja neu dazugekommen, weil die wurden ja bisher nur durch diese Notiz hier geaddet. Sind das beide zusammen vielleicht? Wie nennt man das denn so? Verbündete oder so? Kann es das vielleicht heißen? Freunde oder Freund? Verbündeter. The Establishment schlägt Jan vor. Ist das The Establishment? Oder wofür schlägst du das vor? The 1%. Das hier ist The 1%. Sieht bei den teuren Hüten. Für die wird ja eh kein Bild vorgeschlagen. Aber gegen die haben die irgendwas. Oder die würden die gerne. Oder die gucken sich die im Blitzlichtgewitter an. Vielleicht sind das Leute auf dem roten Teppich, die hier oben.
ist bestimmt ein Feuerzeug, sagt mein Gerät noch zum Fröbelstöbel. Ja, habe ich auch überlegt, aber irgendwie ein bisschen zu aufwendig. Vielleicht ist das ein Gerät, was diese Safes knacken kann. So, jetzt haben wir hier noch eine Anleitung. Input 1, Input 2, Input 3, das kennen wir doch schon. Das ist doch ein alter Hut für uns. Apropos alter Hut, hier ist mal jemand, mit dem wir reden können. Er sagt, ich finde Baden nett. Um es vorsichtig auszudrücken. Okay, ich finde Baden okay. Also Barden mit R. Das heißt Baden, das heißt dann wohl ich finde, oder? Ich weiß gerade nicht mehr. Lass mich nochmal kurz gucken. Ich weiß, welches Zeichen wir jetzt nicht. Obwohl, die machen das ja in der Reihenfolge, ja. Hä, Moment. Nee. Drehen Sie sich nochmal um. Ach so, ja. Finden ist dieses Ding. Ja, ich finde meine Nase okay. Nee, er redet ja schon von Baden. Ich finde ich schreibe einfach mal Adjektiv Baden. So. Aha, hier haben wir es nämlich. Das sind. Tja. Sind das auch Baden? Fröbel. Vielleicht heißt Fröbel öffnen. Irgendwas Plural. Öffnen. Ich weiß nicht mehr, worum. Ich glaube, diese mit dem großen Kreis drum sind Verben. Kann das wohl sein? Lasst mich mal schauen. So, das heißt Fröbel, das heißt schließen, das heißt finden, das heißt öffnen. So, das ist ein Fröbel. Das heißt, wenn dann fröbeln, ist nämlich ein Verb. Und fröbeln könnte heißen öffnen oder zerstören. Oder was machen die da? Ja, ich finde, öffnen macht schon Sinn. Warum sollen die sonst eine Tür zeigen? Ich finde öffnen gut. Aber wir hatten doch schon öffnen. Moment. Wollen wir nochmal fröbeln? Vielleicht verzaubern. Wir haben ja schon öffnen. Nee, steht öffnen an Gerrit nicht auf. Wir haben das aufgenannt, aber das Spiel hat daraus öffnen gemacht, als wir die Seite komplettiert haben. Verzaubern. Habe ich das gerade vorgeschlagen oder? Ich kann mich an meine Gedanken nicht erinnern. Aber ich finde verzaubern gut. Oder? Die machen, also was? Fröbeln oder zaubern? Oh nein. Fröbeln oder verzaubern. So. Mir ist zeitgleich vorgeschlagen. Guck, das ist schon Zauberei, dass wir das zeitgleich vorgeschlagen haben. So. Diese Personen, sind das Hexen, Zauberer? Ich sage, es sind Zauberer. Ist das ein neues Volk? Ich weiß es nicht so ganz. Lass noch mal kurz gucken. Wo stand das hier? Also, Zauberer, das sind die lustigen. Also, ein ganzer Kreis ist immer eine Art von Person. Glaube ich. Das ist Plural. Und die fröbeln jetzt irgendwas. Tor. The Gate. Jetzt habe ich mir wieder nicht gemerkt, wie das aussieht. Das hier oben steht es ja nochmal. Ich bin nicht. So. Tor macht auf. Die Tür, die Tor macht weit. Kommt der Herr der Herrlichkeit. So. Zaubern. Zaubern haben wir schon. Das sind Zauberer. Oder Dirigenten. Maskierte Dirigenten. Maskierter Dirigent. Okay. Was hat er nochmal zu uns gesagt? Stehen wir noch nicht, ne? Achso, er findet irgendwas. Ach ja. Er findet Baden. Ich finde nett ist gut. Laut?
anstrengend vielleicht. Maybe they're a lot. Ich finde Baden a lot. So, hier haben wir noch eins dieser Artefakte. Das ist Nummer 3. Ein schöner Blechbecher. Ein sogenannter Blecher. Dann sitzt hier noch einer, der nicht mit uns reden will. Warte nicht, dass ich irgendwas übersehe. Hier ist ein Aufzug? Nee, eine Treppe. Können wir nochmal das Bild vom Fröbelzeug sehen? Ja, das ist eine gute Idee, Buffelbeiß. Da gehen wir als nächstes hin. Vorausgesetzt, ich finde es nochmal. Haben wir hier schon reingeguckt? Bestimmt, ne? Ach ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Oh, hier geht's noch weiter. Ach, Mensch. Müssen aber gleich noch das Werkzeug vom Fröbelzeug gucken. Oh, wir können uns einen Hut holen. Dieser Hut gehört Olli. So. Was ist da? Ich kann das hier drauf nicht erkennen. Da ist nur ein Zeichen. Das Zeichen. Und das Zeichen wird irgendwie gar nicht... Oh, ich habe irgendwas abgemalt. Ah, okay, das ist neu. Aber eins hat er davon eingekreist. Vielleicht gibt's, musst du in die Reinigung und wurde gereinigt. Und eins davon wurde eingekreist. Oder was schreibt man sonst so in Hüte? One size, oder? Ach, keine Ahnung. So, was wissen wir denn jetzt über die Art der Zeichen? Wenn das so nur so ein Strich mit so einem Halbkreis ist, ist es wahrscheinlich ein Objekt. Also keine Person, aber irgendwie ein Objekt. So wie der Stöbel. Der sah doch auch so aus. Hier, der Stöbel. Die haben wir alle noch nicht übersetzt. Und was ist dann das? Ach, witzig, dass wir die auch hier nicht aufgelistet kriegen. Das sind so geheime Zeichen. Tja, keine Ahnung. Hut? Oder ist das doch hier bei? Das ist wohl hier bei. Was erzähle ich denn? Hut. Und der Dude ist... Ich finde das ja nicht mal hier. Ist das eine Zahl? Ah, Moment. Das ist ja eine Zahl. Das ist eine 3. Und das ist eine 5. Ist das eine 35 oder 53? Und der Dingens hier weiß man nicht. Und liest man von oben nach unten? Egal, das ist irgendwie eine Zahl, aber wir können das... Okay. Ja, 5, 3 und dann irgendwas. Das ist dann wohl eine Größe vielleicht auch, statt Hut. Obwohl Größe ist vielleicht zu abstrakt. Hut. Größe. Okay. Was haben wir noch? Da. Aha! Jetzt wissen wir Bescheid. Ich kann es leider nicht mitnehmen. Das sind irgendwelche mathematischen Formeln hier. Hier sind auch wieder Zahlen. Mit der 3 und der 5 und... Also sind auf jeden Fall hier in der Welt der Wissenschaftler gelandet. Ist ja gar nicht mein Metier. Ich bin ja einmal entkommen, ich werde ja auch ein zweites Mal entkommen in dieser Welt. Was ist das hier? Ein Stein. Achso, das ist einfach nur die Zahl. Okay. Es wäre halt cool, wenn wir diese... Ich glaube, wir könnten mit dem Fröbel vielleicht diese ganzen Vitrinen knacken. Ja, was weiß ich denn? Wir haben doch nur die Zahlen. Soll ich jetzt die Zahlen hier dran machen, oder was? Weiß ich doch nicht mehr. Das war gerade die 4, ne? Der Fröbel. 4. Geht nicht. Muss ich das raten? Was heißt denn wohl Bratpfanne? Woher soll ich das denn wissen? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Steht ja auch da nicht dran, oder? Bin ich blöd. Nee.
Ach so, das ist ja Input. Ah, okay. Im Moment, Input 4 wird das sein. Okay, okay, sorry. Dumm, 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 dumm. Okay, was ist das denn hier wohl? Input 4. Sagt er uns ja gleich von selbst. Haha. War der Ring das erste? Ich weiß es nicht mehr. Ja, das ist irgendwie Kohle, Eisen, Gold und Silber oder Bronze oder whatever. Wisst ihr noch, was 1 und 2 und 3 war? Ach, scheiße. Lass uns einmal zurückgehen, dann kommen wir dran vorbei. Sehen, was was war. Ah! Hä? Echt, sind wir da auch runtergekommen? Ach, hier kann man aber auch noch lang. Wie ich immer sage, wir gehen gleich zurück. Ich weiß, dass Buffelbeiß noch dieses Schild sehen will. Und ich weiß auch, dass wir noch zurückgehen wollen, um die Sachen zuzuordnen. Aber ich weiß ja nie, macht das... Ich will da auch nichts verpassen. Jetzt gibt's ein Video. Oh nein, wir finden nie wieder zurück, wenn wir jetzt da rausgehen. Oder? Boah, ist das verwirrend. Komm, hier kommen wir eh nicht durch. Oder hoffentlich kommen wir da nicht durch, weil sonst blicke ich bald gar nicht mehr durch. Ha, haben wir nicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank bleibt diese Tür für jetzt verschlossen. Es wird mir sonst zu unübersichtlich. Okay. Wir waren hier auch schon. Oder was steht denn hier? Adjektiv Baden Plural. Adjektiv Baden. Freunde? Er sagt doch, Baden sind, dann war das doch kein Adjektiv. Wo ist das hier? Ja, wir hatten ja schon Freunde. Studenten? Ich weiß es nicht. Das sind Barden. Ach Leute, ich kann nicht. Komm, wir gehen jetzt zurück und machen erstmal den Kram fertig. Ich bin nachher so verloren hier. Komm, beeil dich. Also. Nee, da will ich gar nicht erst gucken, den Beamer. Den verstehe ich eh nicht. Oder muss man den irgendwie einmal aktivieren, damit man ihn später nutzen kann? Hallo! Er sagt, die Krieger lieben Musik. Soll ich das jetzt übersetzen? Freiturm. Vielleicht fehlen mir deshalb noch Worte, weil ich das nie mache. Krieger lieben Musik. Und jetzt... Engel, Frauen, Musiker passieren Festung. Oh Gott. Wo sind denn meine Krieger? Ich glaube, das ist so ein Übersetzungsding. Ich will es einmal kurz ausprobieren. Da müsst ihr euch jetzt gedulden. Ach, da will ich gar nicht erst gucken. Du musst ja nicht immer weiterlaufen. Ja, eben. Habe ich erst nicht gemacht. Wo sind denn die Scheißkrieger, Mann? Tschock, tschock, tschock. Keiner mag die. Und jetzt finde ich nicht mal das Wort. Schon ganz hypnotisiert. So, Krieger, Lieben. Ach, was war Plural? Shit. Kann ich nochmal wegmachen? Nein, nicht so wegmachen. Ach, komm schon. Jetzt finde ich die Krieger nicht wieder. Wo waren die Krieger? Krieger, Plural. Ich weiß nicht, ob der Plural davor oder dahinter kam. Lieben, Musik. Plural, Krieger, Lieben, Musik. Ja, dann lasst es halt, Mann.
Ich habe auch Besseres zu tun. Ich muss noch hier Gold und Silber sortieren. Wenn ihr meine Hilfe nicht wollt. So, jetzt gucken wir uns noch so ein paar Vitrinen an. Beziehungsweise hier steht es ja schon. Ach nee, wir müssen... Nee, das hilft uns nicht. Das war dumm. Wir müssen die Sachen in den Vitrinen gucken. So. Waren hier Vitrinen? Oh, mit dem kann ich auch reden. Er sagt schon irgendwas Doofes, was die Baden sind. Die du wollen suchen, das sind Baden. Freunde? Suche ich Freunde? Was kann ich denn suchen? Bücher? Ach, Bücher! Das ist eine Bibliothek. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich bin unfassbar doof. Das ist natürlich... Aber der sagt ja nicht, Baden sind Bücher. Buch. Trotzdem sage ich das jetzt. Oder Schrift oder so. Aber hat er nicht gesagt, ich finde Baden... Vielleicht so findet er ein Buch über Baden? Keine Ahnung. Ich glaube, das sind Bücher. So, jetzt geh weg. Ich muss jetzt Vitrinen gucken. Hier waren noch welche. Vielleicht zwei. Dann haben wir es auch. Per Ausschlussverfahren haben wir dann alle vier. Nice. Also, der Ring ist Numero Uno. Wo ist er? Input 1. Input 1. Da. Das ist der Ring. Und die Jolstücke. Die sind Numero 2. Input 2. Und die Bratpfanne ist dann wohl... Input 3. Nice. Cool. Was heißt das denn jetzt wirklich? Das ist Gold, das ist Kupfer. Kupferpfanne. Klar. Silber und Kohlenstoff. Ist klar. Okay. Jetzt bräuchten wir davon nur was. Also Gold haben wir schon. Wir brauchen aber... zwei Sachen, oder? Für diesen Automaten, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, wir brauchen... Wir wollten das Fröbel-Ding nochmal angucken. Hat der Buffel bei sich gewünscht. Waren wir, kamen wir von da? Oder ist das wieder ein neuer Raum? Ah! Das hier sind Bücher. Das Bild ist sogar daneben. Alter, was ist denn los mit mir? Was kann das sein? Ein Adjektiv für Baden? Täubchen. Oder Elstern? Ich weiß nicht. Das sieht voll aus wie so ein Theaterkulisse. Das ist doch voll fake irgendwie, oder? Hier sind wieder Dinge, die ich nicht öffnen kann. Zum Glück. Oh, ein Puzzle. Ich mag Puzzle. Kann ich die hochheben hier unten? Hat jemand schon unglaublich viele Fröbels reingedübelt? Nee. Aber wieso kann ich nicht eins von denen hier unten aufheben? Oder geht das? Nee, dann öffnet er immer die Ansicht von diesem Puzzle-Ding. Und hier unten kann ich nicht hin. Nee, das geht noch nicht. Schade. Da müssen wir wieder zurück, wo wir waren. Oh, Moment, hier geht's runter. Vielleicht ist da auch eine zu Tür. Ah, okay. Hier waren wir schon, oder? Ich glaube, hier waren wir letztes Mal kurz. Was steht denn hier auf der Fußmatte? Wahrscheinlich bitte Füße abtreten. Okay. Ah, das produziert die Dinger. Ah, wir können hier so ein Ding gießen. Geil. Wir gießen uns jetzt einen Schlötel. Also, wir brauchen Silber, Gold, Kupfer, Kohlenstoff. Von allem? Uiuiui. Wie war nochmal die Reihenfolge? Wissen wir es nicht mehr, ne? Ach, scheiße. Ach so, das sind einfach Gewichte. Woraus sind die Schlüssel denn? Oh, können wir jetzt...
Geil. Richtig schwer. Und jetzt? Der Automat ist... Oh, warte, da war was grün. Und go. Das hat uns das aus Kohlenstoff gebaut. Mit dem Gewicht hier. Oder wie? Nee. Nur die beiden gehen. Warum auch immer. Ist jetzt irgendwo was rausgekommen? Was steht da? Weiß man nicht. Fußbodenbelag. Linoleum. Wird das so geschrieben? Keiner weiß es. Ich brauche ein Rezept. Ja, glaube ich auch. Hä? Sind wir schon wieder woanders? Moment. Lasst mich mal kurz hier gucken. Hier war so der... die Druckerpatronen sind leer. Daran liegt's. Silber und Gold ist leer. Wie immer. Kupfer und Kohlenstoff hat man ja immer dabei. Silber und Gold ist leer. Scheiße. Ich wiege die Zutaten ab. Ja, ich glaube auch. Wie hier waren wir auch schon, oder? Letztes Mal kurz. Da gehen wir jetzt nochmal gucken. Wir kommen noch zu dem Fröbeldöbel-Buffelbeiß. Keine Sorge. Ach ja, stimmt. Oh Gott. Oh nein, das will niemand. Das will niemand sehen. Tor, maskierter Dirigent, Plural. What the fuck? Linoleum. Das geht klar. Weiß ich nicht. Zwei. Gold. Und irgendwas, was wir nicht wissen. Irgendwas aus Gold und irgendwas aus Silber. Vielleicht ist das ein Schlüssel? Hut. Ach nee, das war Hut. Das ist Hut. Kupfer. Was könnte man aus Kupfer, aus Silber und aus Gold machen? Ich glaube, diese Schlüssel. Diese Einsatzdinger. Ich nenne es mal... Warte. Mal gucken, wie es aussieht. So. Das ist ein Schlüssel, finde ich. Schon wieder vergessen. Das hier war es, ne? Nochmal gucken lieber. Ja, ja, das ist es wohl. Hier gibt es einen Aufzug. Ist viel zu viel zu sehen. Ich bin so overwhelmed. Tschüss. Nein, noch ein neuer Raum. Hallo, Puki. Cool, dass du da bist. Frohes neues Jahr. Du darfst mir beim verwirrt durch die Welt der Wissenschaft laufen zusehen. Ich brauche kein Gold und kein Silber, ich brauche einen Wegweiser. Oh! Geht's hier zum Labor? Vielleicht heißt das ja einfach Mikroskop. Und da... Moment, aber warum sollte das an dem Hut drin stehen? Hm. Wo ist es? Da. Mikroskop. Ach, Labor vielleicht. Labor 1 und Labor 2. Aber warum steht im Hut Labor? Ach, das war ja nur ein Zettel, der in diesem... Sorry. Der in dem Hut lag. Ich finde Labor gut. Hey! Der ist einfach weggemacht, was ich eben reingeschrieben habe. Labor. Ja, Hut ist auch Quatsch. Mein statt Hut schreiben wir rein. Was hatte ich noch? Mikroskop. Mikroskop. Wir kennen's. Also Labor 1 und 2 und irgendwas noch. Ich glaube, Unisex-Toiletten sind auch hier lang. Komm, wir gehen mal zum Labor 2. Wollen die drei mit mir reden? Hallo!
Nur die ignorieren mich eiskalt. Wissenschlaftler. Schluftler. Wissenschufte. So ignorant. Oh! Okay, das sieht mir nach Labor aus. Ich glaube, da waren wir, haben wir richtig geraten. Das Hutlabor, genau. Oh, mein Hals tut weh. Ein Lineal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, jetzt können wir auch rauskriegen, was das ist. Hätte ich nicht aufgehört zu zählen, würde ich es jetzt wissen. 5, 6, 7, 8, 9. So. Was war denn mit dem Fröbel? Wolltest du da nicht zurück? Ja, machen wir jetzt. 10, 20. Ah, guck mal. Wenn das auf die linke Seite geknüppelt wird, dann sind wir in den Zehnern. Das ist 9, das ist eine 10, das ist eine 20. Das heißt, das, was wir eben gesehen haben, war eine... Was war das? Eine 3 und eine 5, ne? Das war eine... Ah, und dann geht es so hoch. Das war, glaube ich, eine 300... Wisst ihr noch, was oben war von den beiden Dingern? Ich glaube, es war eine 359 oder so. Schreibt mal einer auf hier. 359 oder 539? Da stand er doch eben in dieser Hut, in diesem Hut-Hinweis. 359 oder 539? Okay, das, ich glaube, wir können das alles noch nicht. Ich kann das alles noch nicht. Ich gehe jetzt zurück zu dem Fröbel. Von wo kamen wir? Natürlich nicht von da. So stellt man Linoleum her, Leute. Jetzt wisst ihr es. Man nimmt hier so Elektronen Umlaufbahnen und dann hier unten noch ein Stöbel. Der Stöbel! Ich bin überfordert. So, zurück zum Fröbel. Wenn ihr mir nicht folgen könnt, dann ist das ein gutes Zeichen, glaube ich. So, ich gehe jetzt da lang, wo ich herkam. Hoffentlich finden wir den Fröbel noch. Wie viele Minuten gibt ihr? Wie viele Szenenwechsel brauche ich, um den Fröbel zu finden? Das ist hier die Frage. Ah, da ist ein Hut vorbeigedüst. So, weg von den Laboren. Fährt der irgendwie auf so einer... Wie heißt das denn hier? So einem Laufband, wie im Flughafen? Der gesehene Wissenschaftler, der fuhr... Da, schon wieder. Der läuft doch nicht. Smooth auf jeden Fall. Gebt mir 2 Minuten, dann bin ich wieder beim Fröbel. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Aber den Linoleumbeschleuniger und fährt hier echt... Vielleicht ist Linoleum nicht ganz richtig. Ach was, das ist das Einzige, wo ich mir sicher bin. Kamen wir von hier? Mag schon sein, ne? Oh, ich hab Halsweh, Leute. Ich muss leider bald Schluss machen. Es tut mir voll leid. Ich habe auch richtig Bock, aber dann habe ich morgen gar keine Stimme mehr. Ich könnte mir die Daumen drücken, dass das nicht doch fucking Coroni ist. Wo kam ich denn her? Von hier oben? Scheiße. Ich hab doch gesagt, ich bringe euch in 0, nix zum Fröbel. Ja, das sieht aber richtig aus. Wir sind am Linoleum-Teppich vorbeigekommen. Dann kamen wir hier runter. Guck mal, ist doch kein Problem. An der hässlichen oder der faken Kulisse vorbei. Auf zum Fröbel. Ihr müsst mir dann halt sagen, was ihr da wollt. Das ist noch nicht der Fröbel. Kam der Fröbel nicht danach? Ich geh mal hier eine Runde. Da ist der Fröbel, glaube ich. Grämt euch nicht, ich bin jetzt da. So, Buffelbeiß. Ganz viel Druck jetzt lastet auf dir. Was wolltest du denn mit dem Fröbel? Fröbeln, verzaubern oder stöbeln? Das ist hier die Frage. Okay. Also, wir wissen jetzt das Erste. Da ist so ein Kreis drum. Das ist ein Verb. Und das Zweite ist ein Objekt. Oder ein Werkzeug. Was hatten wir denn noch, was Feuer machen? Was ist das denn jetzt hier?
Das ist ein waschechter Fröbel aus Haaren. Ich guck mal kurz in unser Wörterbuch. Ach, das ist neu. Das ist eine Null, ne? Das ist ja klar, dass das eine Null ist. Wie Fragezeichen. Ich weiß das. So, Fröbeln verzaubern. Haben wir denn noch andere Wörter, die so eine Form haben? Kaum, ne? Wohl kaum. Aber Sachen, die irgendwie so... Was die Engel mit dem Tor machen, ja genau. Vielleicht heißt das herstellen. Die haben ein, also herbeizaubern. Sowas in der Art. Also ein Tor herbeizaubern. Oder in diesem Fall ist das ein Gerät zum Feuer herbeizaubern. Ich schreibe mal für das, ich wollte jetzt gar nicht hier weggehen. Hier, das nenne ich jetzt mal, der Stöbel wird jetzt zum Feuer. Weil, genau, es wurde doch auch Feuer hier bei dieser, bei dem Rezept eben an der Wand, wie man Linoleum herstellt. Da muss man auch Feuer hinzutun. Neben irgendwelchen Elektronen. Okay, Feuer. Fröbeln, verzaubern, würde ich eher machen. Erstellen. Ja, können sie auch zaubern nennen. Für die ist das ja dasselbe. Okay, ich glaube, das könnte es sein. Jetzt kommt der wieder und sagt... Sie suchen ein Buch? Nee. Wieso drücke ich immer auf Escape? Das weiß keiner. Ihr redet nicht mit mir. So, jetzt würde ich gerne wieder zu dieser Maschine gehen. Obwohl, nee, wir haben ja noch gar nicht die Zutaten. Noch nicht alle, wir haben nur Gold. Können wir sich einen zweiten Goldbarren nehmen? Dann könnten wir diese Maschine bedienen. Vielleicht tun wir einen da rein und dann können wir uns noch einen holen. Wo war die noch? Ich glaube, da musste man diese Treppe runter, ne? Die sind wir hochgekommen. Also hier. Boah! Welchem Tempo springt der diese Treppe? Alter! Ich glaube, ich würde mich nicht trauen, so eine Treppe so runter zu rennen. Vor allem mit so einem langen Fummel da, den er anhat. He's got places to be, aber hallo. Hier gehen wir jetzt nicht runter. Noch nicht. Eins nach dem anderen. Hallo, ihr zwei. Gut, ich sag hallo, ihr zwei zu den beiden Elstern und antwortet irgendwo ein Uhu. Was gibt's hier? Goldschlüssel, das finde ich gut. Ja, das war ja die Geschichte. Wir haben bestimmt... Können wir mit so einer Checkkarte hier das aufknacken? Nee, dann würde uns ja ein Schlüssel angeboten, ne? Ich möchte hier zu dem... Wo ist das denn jetzt? Diese Gerätschaft, mit der wir uns ganz am Anfang des heutigen Streams beschäftigt haben. Also erstmal... Nein. Können wir wohl hoffentlich noch ein Gold klauen? Nee, können wir nicht. Okay. Ich meine, gibt es in der Welt Geländer? Das stimmt. So, und hier werden jetzt Goldschlüssel hergestellt vielleicht. Was ist denn, wenn wir einen Goldschlüssel schon hier oben reintun? Ist der jetzt da drin? Nee. Den möchte ich. Aber hier steht doch... Ach, die Anleitung war woanders, ne? Wo war die nochmal? Haben wir irgendwie notiert? Nee, ne? Shit. Da stand doch, man muss... Wo stand das denn noch? Das klingt nach Njet, das Geräusch. Ja, das stimmt. Noch einmal für alle. Njet. Die Anleitung war doch, man muss... Da war so mit Slash das oder das oder das oder das. Also woraus auch immer man einen Schlüssel machen will, muss man da oben reintun. Zwei Stück. Da macht man so... Ach, Moment. Irgendwas musste auf 3 und 5 oder so. Oh Gott, diese Anleitung. Hey.
Kann er sich diesen Zettel nicht mitnehmen? Ich mache jetzt einen Screenshot. Kannst du am Hebel mal hebeln? Ja, Moment. Ich will jetzt diese Anleitung noch mal kurz gucken. Ach, muss ich dafür über die Treppe gehen? Oh Gott, Leute. Das ist wirklich eine Zumutung. Was ich hier an Metern zurücklegen muss. Ich hoffe, der Typ hat einen Schrittezähler dabei, damit es sich lohnt. Schritte sind ja nur was wert, wenn sie gezählt werden. So, hier ist die Anleitung. Ich mache jetzt, ich weiß nicht, wie man hier einen Screenshot macht. Das sieht gut aus. Seht ihr das? Nee, ne? Mir doch egal. Jetzt werde ich hier mutzig. Kann ich das in der Zwischenablage? Und dann hier rein? Das wäre lustig. Nee, geht nicht. Ach man, nochmal neu. Ist gerade nicht so spannend für euch, ne? Ist nicht mein Computer. Ich speichere das jetzt. Wurde das jetzt hingespeichert? Hm. Langweilt ihr euch? Moment. Was sind denn Downloads-Ordner? What the? Paint, ich habe kein Paint auf. Zeitreise hier, Paint aufmachen. Man kann das auch angeblich auch so speichern. Scheiß Windows, ey. MS Paint. Okay, dann lass ich jetzt einfach hier in Paint vor sich hin vegetieren. Bis wir es wieder brauchen. So, wo ist das Spiel da? Alles klar. Okay. Und die Treppe wieder runter. Sorry, ich bin im Paint jetzt beschäftigt. Mal was. Ich kann es nicht lassen. Lang ist's her. Früher war man so genügsam. Ich habe damit Nachmittage verbracht als Kind, irgendeinen Scheiß in Paint zu malen. Ich habe sogar versucht, so Trickfilme zu machen in Paint. So, es ist ja, alles ist jetzt weg. Der Chat ist weg, weil fucking Paint sich maximal groß hier über meinen Bildschirm ausgebreitet hat. So, machen wir das ein bisschen kleiner. Ich bin gleich wieder bei euch. Erzählt mal, wie war Silvester? Oh nein, was habe ich jetzt gemacht? Shit. Ja, Mann, dann halt nicht. So, geht doch. Da ist auch der Chat. Okay, ihr habt eh nichts Spannendes zu sagen gehabt. Nee, weiter runter, Freund. Und fall nicht. Es kann aber nicht der Sinn der Sache sein, dass man sich den Scheiß hier in Paint kopieren muss. Vielleicht erwartet das Spiel, dass man sich das merkt. Verschämt. Schlüsselgold. Vielleicht heißt das auch Presse. Das ist eine Goldpresse. Das kann auch sein. So. Aber ich mag eigentlich die Welt bisher. So sehr rätselig. Nichts mit Kämpfen und Verstecken, sondern rumrätseln. Das finde ich gut. Wenn man mir das nicht anmerkt, ich habe großen Spaß. Okay, so, laut dieser Anleitung ist es so, dass da oben eins von diesen drei Sachen rein muss. Aber mit dem Slash ist das ja ein Entweder-Oder, würde ich sagen. Ach so, das muss man nacheinander... Ah, okay. Als erstes muss man... Das kann ich leider nicht an... Das kann ich auf dem Bild leider nicht die Übersetzung sehen. Aber als erstes muss man öffnen. Genau. Dann muss man da oben was reintun. Dann muss man den Hebel auf... Da muss man den Hebel hebeln und dann muss man das Ding drehen. Ja, das kriegen wir wohl hin, ne? Also erstmal... Ist schon offen, ne?
Ist doch offen. Ja dann, müssen wir doch jetzt was reintun können. Herr Gott nochmal. Oder muss man wirklich alle drei Sachen da reintun? Nein. Vielleicht muss man das ja erst nochmal zumachen. So. Auf. Rein. Ich verstehe es nicht. Hebeln. Und so. Ich glaube, Gold ist nicht das Richtige, sagt ein Gerrit. Aber es stand doch draußen Goldschlüssel an der Tür. Oder heißt das Goldlager? Also in der Anleitung, die ich ja hier gescreenshot habe, die ihr nicht sehen könnt, sind drei von den vier Elementen zu sehen und da ist auch Gold bei. Ich glaube Silber, Gold und Kupfer oder so. Hebeln, hebeln, hebeln. Ach so, man muss ein bisschen in den orangen Bereich reinhebeln. Dass der Pfeil auf Rot ist, sagt Farben, an Gerrit farbenblind. Haben wir trotzdem oben nichts drin, ne? Okay. Das war meine beste Idee. Okay. Das mit dem Hebeln war gut, ich glaube, aber wir brauchen ein anderes... Also, das glaubt ihr, wir brauchen ein anderes Material und ich muss euch da leider zustimmen, weil das funktioniert ja nicht. Ich verstehe es aber nicht. Weil auf der Anleitung... Aber man braucht... Ach, Mann. Kann ich das mit euch noch teilen zusätzlich? Ich mach's jetzt lieber nicht. Aber die... Vielleicht erstellen die ja Gold. Nee, nee, nee. Eins, zwei, drei, vier. Ach so, der Goldbarren kommt hier raus. Ah, okay. Und was tut man da oben rein? Vielleicht Dinge aus Gold, die dann eingeschmolzen werden. Das kann auch, das könnte sein. Wir haben halt keine, also können es nicht ausprobieren. Hm. Ja, und nun? Jetzt habe ich alle eure Wünsche erfüllt. Zieltechnisch. Jetzt könnte ich mich umbringen. Nee, mach mal nicht, das war ein Scherz. Gott. Hm. Was meint ihr? Sonst mache ich gleich Schluss. Ich habe zwar Bock, aber ich... Hals. Die letzte Stunde meiner Streams besteht immer daraus, dass ich sage, ich mache gleich Schluss, oder? Ich kann doch keiner mehr ernst nehmen. Mann. Es gehen halt auch die anderen nicht mehr zu. Irgendwelche Wünsche, wo wir noch kurz gucken könnten? Ja, hier waren wir auch schon. Also es könnte statt... Das ist ja ein Lageplan. Vielleicht heißt das auch nicht Schlüssel, sondern Presse. Also Goldpresse und die Silberpresse. Die ist auch hier. Da geht's zu den Laboren. Hier ist der Aufzug kaputt zur Kupferpresse. Ist geschlossen. Aber die Silberpresse haben wir gar nicht gesehen. Muss man da hier lang? Hm. Nee, der Aufzug ist ja kaputt. Hm. Zu dieser Treppe kommt man nicht. Aber hier die Silberpresse müsste neben der Goldpresse sein. Wir können mal hier vorne runter. Vielleicht geht es da zur Silberpresse.
Butterblitzel, frohes Neues. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest schöne Feiertage. Bist gut erholt und gesund. Schlüssel Silber. Ich glaube, Schlüssel ist Presse. Ich habe mich umentschieden. Wie konntet ihr mich nicht davon abhalten, das Schlüssel zu nennen? Presse, so. Oder Manufaktur, meinetwegen. Je nachdem, wie hip wir sind. Wir stehen etwas auf dem Schlauch. Ja, das ist nett ausgedrückt. Das Problem ist auch, dass ich, wie immer, es tut mir leid, eigentlich bin ich gar nicht so kränklich. Es ist tatsächlich, sind es die letzten Jahre. Ich glaube, es war der lange Lockdown. Ich habe kein Immunsystem mehr. Ich habe jedenfalls Halsweh und, ja, sollte eigentlich jetzt Schluss machen, um meine Stimme ein wenig zu schonen. Aber jetzt haben wir ja gerade die Silberpresse entdeckt, die auch schon immer da war. Wir sind den Weg noch nie lang gegangen, weil dumm. Hat er gerade Oh gesagt, als er durchs Tor gekommen ist? Moment. Hat er gestaunt? Das ist neu, oder? Der zeigt doch sonst gar keine Emotionen. Der emotional abgesahnt hier. Ah, das ist gar nicht er. Oh nein! Oh nein, das waren wir nicht. Du helfen mir, sagt er bestimmt. Tun wir das? Sag nochmal. Du helfen ich. Hey! Ich durfte gar nicht entscheiden, ob ich ihm helfe. Also, ich hätte ihm natürlich geholfen, aber ich dachte, ich muss mehr tun, als nur da draufklicken. Das war mir jetzt ein bisschen zu einfach. Ja, gern geschehen. Krieg deinen Hut. Der läuft aber auch, als müsste er mal. Was haben wir jetzt eingesammelt? Das ist der Fröbelstöbel, von dem wir schon immer geträumt haben. Das Originalmodell. Geil. Oh, damit, das ist ein Feuerzeug, oder? Im Endeffekt ist es ein Feuerzeug. So, was hat er nochmal gesagt? Das heißt helfen. Das müssen wir mal hier in unser Wörterbuch eintragen. Wo ist es? Da. Es gibt wohl kein Danke. Nee, ist wie im Dänischen. Nein, im Dänischen gibt es kein Bitte. So. Unfreundliches Volk. So, was können wir noch machen? Hier geht's auch noch mal runter. Jetzt hat er auch, das hat er auch gemacht, ohne dass ich ihn gefragt habe. Übrigens den Fröbelstöbel eingesammelt. Ach, der gehört dem Typen. Deshalb muss der Typ so schnell wegrennen, damit wir auch nicht auf die Idee kommen könnten, ihm sein Feuerzeug wiederzugeben. Wir sind schon Diebe, ne? Das ist die erste kriminelle Tat, die wir begehen in dem Spiel. Im Schwedischen sagen sie auch Danke für Bitte. Ja, im Dänischen auch so grob. Also sie sagen oft, wenn man Danke sagt, dann sagen die Seltak. Also selbst Dank, selber Danke zurück. Also Tak sagen die sehr viel. Wahrscheinlich, weil sie kein Bitte haben. Ach, jetzt kommt das wieder. Das verstehe ich doch eh nicht. Ich will lieber da den Rosetta-Stein angucken, der da wieder lag. Brüder, ich suche. Brüder? Brüder? Wann haben wir denn jemals das Wort Brüder benutzt? War das das, was wir als Jolstück und Freunde bezeichnet haben? Sollen wir das dann mal nehmen? Nehmen wir das? Plural? Ah, aber die machen die Reihenfolge anders, oder? Ah, wir haben die dann nochmal die Reihenfolge von ihren Sätzen. Anders auf jeden Fall. Was nochmal ich? Ich glaube, wir müssen. Kann man das rückgängig machen? Nochmal neu. It's the original Fröbel, ja. So, ich. Ich suche. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Satzstellung ist in dieser Sprache. Wo sind die Freunde? Wir hatten sie doch eben noch. Da. Freunde. Plural. Yes! Nice! Okay. Dann sagt er, Brüder, die Krieger nicht sind. Oh Gott. Haben wir schon ein Wort für Krieger? Tor, maskierter Dirigent. Schlüssel. Vielleicht nicht, ne?
Maskierter Dirigent. Ja, komm, egal. Aber ich glaube, die müssen wir irgendwann mal alle machen. Weil, ja, Completionist und so. Brüder kannst du eintragen, oder? Ja, kann ich, aber so einen halben Satz, das bringt uns ja dann auch nichts, weil man kann das ja auch nur in der Reihenfolge eingeben, wie es dann sein muss. Aber hier lernen wir vielleicht noch Sachen. Vielleicht hätten wir das eher machen sollen, genau. Die Krieger nicht erkennbar. Oh, doppelte Verneinung. Crazy. Also die Krieger nicht erkennbar. Okay. Habe ich das so komisch geschrieben mit den eckigen Klammern? Ach so. Ja, nicht erkennbar ist das Zeichen. Okay, danke an Gerrit Buffelbeiß. Ich stehe auf dem Schlauch. So, irgendwer, Plural, das sind dann wohl die Krieger, ne? Der Onkel hier. Wo ist er? Der da. Das ist ein Krieger. Und das ist einfach nur ein Nicht. So. Nicht erkennbar. Pflanzen. Okay, das sind Pflanzen. Ach, Cordy. Klick doch nicht immer was Falsches. Das ist ja nicht zu ertragen. Mensch, Cordy. Gib dir ein wenig Mühe. Es schauen doch Leute zu. Wo waren wir denn jetzt? Pflanzen. Wo ist das Zeichen für Pflanzen? Hä? Ich finde es nicht mehr. Das hier. Beziehungsweise Singular, ne? Pflanzte. Pflanze. Okay. Warum wir jetzt plötzlich hier sind, weiß keiner. Also ihr wahrscheinlich schon. Ich habe es nicht verstanden. Achso. Pflanze. Krieger. Nicht. Okay. Ja, schön. Wir können es ja nochmal versuchen, wenn ihr unbedingt wollt. Achso, Moment. Erst will ich nochmal kurz gucken. Das Nicht wird in dieser aktuellen Sprache hinten angestellt. Ja, genau wie bei der anderen, bei der Ursprungssprache. Ist das unsere Ursprungssprache? Ich glaube schon, ne? Von der allerersten Welt damals, als wir noch nicht wussten, was als auf uns zukommt. Was hat er denn? Also. Brüder, die Krieger nicht sind. Also, Brüder, Plural, was heißt seien? Haben wir das schon? Finden, Silber, schließen, Kupfer, Kohlenstoff, öffnen. Suchen, wollen. Erstellen, zaubern, helfen. Linoleum. Oh, das ist übrigens ein Verb, was wir als Linoleum bezeichnen. Was heißt denn sein? Du, Plural? Vielleicht lassen die das Sein weg in dieser Sprache? Ja, ja, die sagen einfach nur nicht. Was haben sie gesagt? Brüder, Krieger nicht sind. Krieger, Plural nicht. Scheiße. Dann wahrscheinlich Brüder, Plural nicht. Krieger, Plural. Brüder, ich suche. Brüder, die Krieger nicht sind. Vielleicht Krieger, Plural, Brüder, Plural, nicht. Krieger, Plural, nicht. Brüder, Plural. So. Nicht erkennbar ist das, ne? Brüder, nicht Krieger. Ja, genau. Vielleicht ohne sein, nur nicht. Danke, Buffelbeiß hat alles gesagt, was ich gesagt habe. Aber wahrscheinlich früher. Und ich habe es nicht gesehen. Aber manchmal gucke ich auch extra nicht hin, wenn ich so ein bisschen selber, ab und zu mal selber denken muss. So, ich finde Buch. Cool. Wir sind Freunde. Oh. Okay, okay. Ich finde Buch. Ach, jetzt sind wir wieder in der Sprache. Aber das weiß ich doch alles nicht mehr. Das macht mir keinen Spaß. Ich will lieber die andere Seite machen. Was war denn ich? Oh Gott. Bade, lieben, mögen. Ich.
Ich weiß auch nicht mehr die Reihenfolge. Wie war das hier? Brüder, ich suche. Das heißt Buch, ich finde, müssen wir jetzt eigentlich machen. Kann ich sie da wegmachen? Buch. Oh Gott. Haben wir Buch überhaupt schon? Da, Buch. Ich. Vielleicht ist finden, haben ist das, oder? Tragen, besitzen. Komödie, Agora. Haben die noch ein explizites Finden oder ist das Tragen, besitzen in der Sprache? Besuchen. Das war suchen. Tut mir leid, das ist jetzt ganz langweilig, oder? Süden, Norden, Windmühle, Hammer, Theater, gehen, passieren, Weg, Schönheit, ich, lieben, mögen, bade, finden. So. Also, Buch, ich finden. Es stimmt, die reden immer wie so Yoda. Wir sind Freunde, im Prinzip. Also, Buch, ich finden, Freunde, wir sein. Richtig? Richtig. Freund, aber das ist ja nicht Plural. Doch, Freunde wir sein. Freunde. Bruder oder Freunde? Ne, Bruder, ne? Ja. Bruder. Plural. Ich. Plural. Sein. Aha. Aha, oh nein, wie geht das denn noch? Ich will eigentlich hier Schlüssel gießen. Brüder, wir sind. Die hatten wir doch gerade schon. Brüder, wir sind. Hä, was war denn hier anders? Das ist genau das, was ich gesagt habe. Ach so, er hat jetzt verstanden, was das heißt. Jetzt müssen wir es einfach nochmal wiederholen, oder? Gut, dass ich mir jetzt einen Kopf fasse, wie in so einem Cartoon für Kinder. Moment, ich muss nachdenken. Wo ist denn das Zeichen? Da, ich. Plural. Freunde, Plural. Nö. Hä, aber das ist doch genau... Da steht doch genau das, was er jetzt sagt, oder? Bin ich bescheuert. Also bin ich, aber das ist ja... Hä? Hab ich das falsche Zeichen benutzt? Ich kann es halt auch andersrum machen. Wo ist er? Oder sollen wir jetzt noch eine andere Dingens einbauen? Bruder, wir sind. Versteht ihr, was der von mir will? Das ist doch genau das. Hä, das habe ich doch gerade eingegeben. Ein guter Anfang kriege ich hier als Trophäe. Etwas hat sich im Turm verändert. Also müssen wir diese Dinger doch machen. Gut, dass wir 17 davon ausgelassen haben. Oh Gott. Ich fühl mich, als hätte ich vergessen, so ein Jahr lang irgendwelche Rechnungen zu bezahlen. Oh, so als auf uns zukommt, Leute. Das soll doch Spaß machen. Ja, komm, machen wir. Machen wir irgendwann mal. Puh, das war stressig. So, ich würde so gerne, ich dachte, wir spielen heute hier das fertig und so, aber das war strange. Ja, das war super strange. Das war irgendwie, ja, keine Ahnung. Hey, bringt uns das denn jetzt irgendwas? Ach ja, wir haben jetzt ein Feuerzeug. Das Feuerzeug braucht man im Labor, ne? Aber ich glaube, ehe wir uns jetzt noch weiter die Labore angucken, was ich gerne tun würde, höre ich lieber auf, weil ich habe Halsweh und inzwischen ist mir auch eisekalt, obwohl ich irgendwie drei Wollsachen anhab. Übereinander. Das ist voll schade. Ich hatte gehofft, wir kommen hier heute ein bisschen weiter. Aber immerhin, wir haben endlich geschnallt, was man in diesen komischen Beamstationen da machen kann. Und wir haben ein paar Wörter rausgekriegt. Mehr haben wir nicht geschafft. Aber dann hoffentlich nächste Woche. Es tut mir übrigens leid, dass ich auch über... What? Ich Wissenschaftler, das habe ich mir fast gedacht. Ich helfe du. Ich brauche deine Hilfe nicht. Doch eigentlich schon. Ups.
Oh je, aber es ging doch weiter. Ja, also erstmal tut es mir leid, dass ich zwischen den Jahren nicht gestreamt habe. Das hatte ich ja eigentlich vor und jetzt wird es wieder so kurz. Das ist doof. Ich habe total Lust, aber irgendwie will ich auch mal wieder gesund werden. Könnte ich auch weiter streamen und ich rede einfach nicht. Das würde wahrscheinlich gehen. Mein Tee ist auch leer. Nee, stimmt gar nicht. Aber kalt. Ich finde es voll in Ordnung, so gut was geschafft, sagt Wuffelweiß. Danke, das ist lieb. Oh, das sind Zahlen, die kennen wir jetzt. Ah, scheiße. Shit. Wir hätten das Lineal fotografieren sollen. Wieso haben wir uns die Sachen nicht aufgeschrieben? Scheiße. 9 war das, ne? Das ist eine 9, glaube ich. Das weiß ich nicht. Achso, er bietet. Ja, sehr gut, Buffelbeiß. In dem Fall heißt das vielleicht bieten. 7, 8. Man weiß es nicht. Doofes Rumgerate hier. Also 7, 8. Moment. Ich finde... Aber warum... Findest du, ich biete 7, 8 oder irgendwie so? Also, das sind ja Zahlen. Er bietet irgendwas und will 9. Sind das irgendwelche Codes für irgendwas? Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Wie viele sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vielleicht heißt das auch nicht bieten, sondern haben. Ja, ich glaube, er sagt, ich habe 7. Das sind 7, ne? 1, 2, 3. Ne, es sind 8. Ne, es sind 7. Alter! Cordula! 1, 2, 3. 7. Die Zahlen bedeuten ja Metalle, ne? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, er redet von diesen Dingen. Er sagt, er hat 7, aber er braucht 9. Oder er will 9. Ich glaube, finden heißt auch sowas wie haben. Der eben hat ja auch gesagt, ich finde Buch und hatte ein Buch in der Hand. Ich glaube, er sagt, er hat 7 und braucht noch 2. Und wenn wir ihm jetzt noch 2 holen, dann sagt er, geil, Alter, bist mein Freund. Ich weiß halt nur nicht, wie wir die tragen können. Ja, jetzt, der ist genauso doof wie ich, ne? Der muss das 20 Mal durchzählen. In der Vitrine war ja so ein Kristall und da stand 4. Ach so. Aber es sind auch Zahlen, glaube ich, weil eben auf dieser Ansicht, wie man das Ding bedient, waren es normale Zahlen. Nee, das war einfach die Nummerierung von der Vitrine. Ich glaube, das waren normale Zahlen. Es hing doch in der Nähe von der Vitrine hing doch so ein Schild, wo stand 1, 2, 3, 4 und dann jeweils erklärt, was das ist. Ich glaube, das sind einfach nur Zahlen. Und jetzt sagt er hat 7 von diesen komischen Fässern und braucht 9. Also so würde ich das verstehen. Wo kriegen wir denn 2 Fässer für ihn her? Hier stehen ja überall welche, aber irgendwie kann ich ihn nicht mitnehmen. Mit meinen dünnen Ärmchen. Haben wir unten schon? Wahrscheinlich nicht, ne? Ui. Oh, es werden immer mehr von denen. Hier ist eine Uhr. Jetzt ist Essenszeit. Gleich ist wieder Essenszeit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne 7 war das, genau. 8, 9, 10, 11, 12. Die essen dreimal am Tag. Die essen um 12, um 4 und um 8. Okay. Interessant. 7 wäre Mangan und 9 sind Eisen und Kobalt. An Gerrit ist richtig in der Materie drin. Meinst du echt, so tief gehen die rein, dass man da jetzt irgendwie ins Periodensystem gucken muss? Ich weiß noch, wie ich mal, das war so peinlich, im Chemieunterricht, oh warte, kurz gucken, was sie sagen,
schließen. Öffnen. Irgendwas ist geschlossen und öffnet um 4. Die Mensa! Die Mensa! Ich weiß nicht, ob ich mich so freue. Mensa, 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 Schmensa, wo bist du da? Die Mensa. Oder, um es ein bisschen feiner auszudrücken, das Restaurant, der Imbiss, Limbis. Oh, Murmel, Murmel. Um 4 kriegen wir das noch mit, wenn wir lange genug hier stehen bleiben, wie 4 Uhr wird. Jetzt hört doch mal auf mit euren Zahlen und den Elementen. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Also nein, ist ja cool, dass ich, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Weil bisher, das würde überhaupt nicht zu dem Spiel passen, dass man jetzt plötzlich irgendwie Periodensysteme auswendig kennen muss. 14 ist Kohlenstoff, Chemie. Naja gut, an Gerrit Wein. Nein, ihr dürft euch weiter über verschiedene Elemente des Periodensystems austauschen. Ich glaube nur nicht, dass uns das weiterhilft, aber ich freue mich ja, wenn ihr da ein gemeinsames, eine gemeinsame Leidenschaft entdeckt habt. Also wie gesagt, im Chemieunterricht, irgendwie Mittelstufe, glaube ich, war das. Da hat, hier waren wir schon, oder? Da wurden so aus so dicken Plastik auf so Karten wurden irgendwann mal so Periodensysteme ausgeteilt. Als ich nicht da war, weil ich irgendwie krank war oder so. Mal wieder. Ich war eigentlich überhaupt nicht oft krank zu Schulzeiten. Glaubt man nicht, aber wirklich nicht. So, und dann wusste ich, irgendwie brauche ich auch so eins und bin dann in der Stunde danach zu dieser Lehrerin hin. Die hatte, wie man so schön sagt, Haare auf den Zähnen. Das war eine ältere Frau Doktor, wie hieß sie denn nochmal? Eine ältere Frau, vor der ich höllisch Angst hatte. Ich hatte sowieso vor allen Autoritätspersonen Angst, immer schon in meinem Leben. Und wollte sie ja nach der Stunde vorsichtig fragen, ob ich auch so eins bekomme, weil ich ja nicht da wurde. Sie hat, glaube ich, auch gesagt, wer letztes Mal keins bekommen hat, kann sich nachher eins bei mir abholen oder so. Und ich war aber so nervös, dass mir nicht einfiel, wie das heißt. Und dann habe ich sie die ganze Zeit gefragt, ob ich ein Koordinatensystem haben kann. Und sie hat mich immer so ganz verwirrt angeguckt. Und ich immer so, ich bräuchte noch eins. Auch für den Test haben sie noch ein Koordinatensystem. Und das, bis sie dann irgendwie meinte, ach, du meinst Periodensystem. Und ich habe das oft, dass ich was anderes sage, als ich meine und dann selber nicht höre, was das für ein Quatsch ist. Ich habe auch in meiner, jetzt komme ich in Laberstimmung, ich habe auch in meiner mündlichen Prüfung im Abi, die war in Philosophie, habe ich die ganze Zeit statt Vernunft, ne, Kant und so, habe ich Verstand gesagt und habe es nicht geschnallt. Oder wurde dein Auge zu, bis die dann irgendwann meinten, du meinst Vernunft. Und ich so, ah ja, ich war halt super nervös. Ich war so nervös. Jetzt wird das Lineal. Sehr schön. Da mache ich jetzt auch einen Screenshot von. So. Ich habe nicht das Gefühl, du musst es auswendig lernen. Du lernst es vermutlich im Spiel. Ja, ja, das stimmt schon. Das stimmt ja eigentlich. Ist das eigentlich das andere Ding aus MS Paint dann wieder weg? Ist mir auch egal jetzt. Scheiß MS Paint. Deswegen glaubst du nicht, dass das hier was mit dem Periodensystem zu tun hat? Wegen der Geschichte, genau. Ich denke, das hat was mit Koordinaten zu tun. Also wenn es nicht einfach nur Zahlen sind, fiel mir nur auf, dass sie oft hier beieinander verwendet werden. Ja. Ist sehr zahlenlastig, aber die wollen ja auch rüberbringen, dass wir in der Wissenschaftswelt sind. Vielleicht habt ihr auch recht. Vielleicht kriegen wir auch gleich raus, dass das, was muss man hier noch machen? 0, 0, 0, 0, 0. Ist das ein. Kann man hier was addieren? Komm. Mein Gott. 9. Und 1. Cool. Das ist so eine 9, ne? 9 und 1 müsste jetzt 10 sein, aber ist es nicht. Ah, okay, lass mal. Ach, das sind aber Stellenwerte. Ist das 9100? Witzig. Ich will wieder 0. So, 1 und 1 sind 2. Okay. Jetzt kriegst du die Zahl im Hut raus. Ja, ich glaube ja, das, was habe ich gesagt? Entweder 359 oder 539. Aber würdet ihr denn sagen, das sind andere Stellenwerte? Also das hier sind Einer, das sind Zehner und so weiter? Also wenn ich jetzt hier so... Nee, andersrum, 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 anders. Ich kann das leider nicht bedienen. Das ist so ein bisschen mein Problem. Die Motorik.
So, dann wären ja das jetzt hier 21 und dann müsste 22 rauskommen. Also das müsste auf die andere Seite nochmal gespiegelt werden. So. Und was wir aber eben hatten, war eine 9. Oder machen wir die hier unten? Eine 9. Und dann auf der anderen Seite war... Ja, ich habe leider die Zahl im Hut nicht mehr im Auge, würde ich sagen, im Kopf. Aber auf der anderen Seite... Ja, war hier nichts erstmal. Das ist Quatsch, was ich hier mache. Und dann kam irgendwie... Entweder eine 3 und dann eine 5. Oder also die beiden entweder so oder umgekehrt. Ah, nee, okay, das wäre dann falsch. Ah, interessant, okay, das heißt, hier sind die Einer, hier sind die Zehner und hier sind die Hunderter. Dann war das tatsächlich eher entweder 5039 oder 3059. Nee. Nein. Ich kann das nicht. So. So sah das nämlich. Entweder sah es so aus oder die beiden waren umgekehrt. Auf jeden Fall ist das... Okay, dann müssen wir uns ja nur merken, was welche Stelle ist. Genau, das sind die Einer, Zehner, Hunderter, Tausender. Aber wie rum die beiden waren, weiß ich nicht mehr. Also Einer, Zehner, ja. Im Prinzip genau umgekehrt, wie man lesen würde, ne? Es geht von unten nach oben und von links nach rechts. Rechts nach links. Und nach oben, rechts nach links. Cool. Aber ich weiß leider nicht mehr, was genau im Hut stand. Kriegt man das noch irgendwie raus? Nee, ne? Ach doch, wir hatten das ja notiert. Wo hatten wir das notiert? Der hat sich das doch auf... Da! Ich hatte recht. 5039. Yeah. 5039, ja. Tipptopp, sagt Wuffel Beiß, danke. Finde ich auch. Jesus Maria. Ich bin noch voll in Weihnachtsstimmung, wie ihr merkt. Zu 5039 weiß ich leider nicht. An Gerrit ist immer noch im Perioden, ist immer noch im Koordinatensystem meiner Kindheit gefangen. Okay. Wir haben eine 6. Oder? Sechse. Wir haben eine 6 nicht, oder? Ah doch. 7, 8. 6 war wahrscheinlich dann das. 6. 7. Das war eine 9. Das ist eine 0. Und die 8 ist dann wohl der Ingo hier. Ja, bei Zahlen, ne? Da hänge ich mich rein. Da habe ich jetzt numerisch abgesahnt, statt emotional. Story of my life. So, wir haben... Noch mehr Zahlen? Nee, schade. Okay. Was haben wir noch? Ach, jetzt kommt wieder das Lineal. Das gucke ich mir jetzt zum 300. Mal an. Habe ich gar nicht mehr nötig. Was stand hier nochmal? Ja, guck doch. Haben wir uns das eben schon angeguckt? Da war ich irgendwas am Erzählen, hab das gar nicht gemerkt, ne? Der stolze Blick weiß, wer hat heute dabei gewesen zu sein. Habe ich stolz geguckt? Das tut mir leid, das ist ein bisschen erbärmlich. Wo ich im Zahlenraum bis 10 bewegt sie sich sicher. Okay, Plural. Hat gerade geläutet. Ist jetzt große Pause. Habt ihr das auch gehört? Ich habe gar kein richtiges Butterbrot mit. Nur hier Pfeffernüsse. Nee, wer ist das? Ich glaube, hier nennen die das Pfeffernüsse, aber es ist nicht wie die großen Pfeffernüsse in Deutschland. Hier so Spekulatius Drops. Ist bestimmt die Kantine! Entschuldigung. Ja! Essen! Das Rumgeschrei ist schon gut für meinen Hals. Sind wir hier lang gegangen? Wo war nochmal die Kantine? Nein, hier nicht. Oh Gott! Graffiti! Sind wir wohl auf der Jungentoilette gelandet? Oder Mädchen... Wo ist mehr? Wo wird mehr gekritzelt? In der Jung- oder Mädchentoilette? Nein, ich will zur Kantine. Wo war die denn? Hier dann wahrscheinlich, ne? Oh Gott. Schnell, die Essmärkte ist weg. Fuck. Pudding.
Nachtisch. Das Wichtigste. Hoffentlich treffen wir nicht den Typen, dem wir sein Feuerzeug abgezogen haben. Ich komme. Danke, Angerit, dass du die hattest, die Kantine ist. Ja, und jetzt? Ich dachte, wir könnten da reingucken, was es so gibt. Jetzt kommen wir gleich einfach... Aber wir sind gar nicht reingelaufen. Hä? Hä? Ich dachte... Och, Mann. War das gerade noch offen? Ich bin... Manchmal nicht mehr Fieber. Ich bin doch gerade reingelaufen, oder? Nein, Angerit weint. Um meinen... Um mich? Um meine Dummheit? Oder darum, dass... Weil wir kein Essen kriegen. Dann gehe ich halt weiter Hausaufgaben machen. Ich muss auf Klo. Und hab Halsweh. Kannst ja davor stehen bleiben. Nee, wer weiß, wie lange das dauert. Ich glaube, es passiert nichts, wenn man einfach rumsteht. Ist nicht wie im echten Leben. Da hilft rumstehen manchmal. So, wo waren wir? Irgendwas Plural. Aufgaben vielleicht? Hausaufgaben? Wo ist das Symbol? Ich finde, das sind so, könnten so Aufgaben sein, die gelöst werden müssen. To-dos quasi. Rezepte. Also man brauchte hier zum Beispiel, das sehen wir ja alle, 19 Gold oder so. Sowas halt. Aber ist ja alles schon erledigt. Oder Bestellungen könnte auch sein. Moment, das schreibe ich noch dazu. Aufgabe Bestellung. Da wird geschneckt hinter mir. Kaum hat die Pausenleute geglockt. Die Pausenleute geglockelt. Die Pausenglocke geläutet. Blablab, steht meine Katze hier und isst. So. Ich bin inzwischen fluent in Wissenschaft. Was sagt der Mann mir? Ja, der sagt hier, wir haben Aufgaben. Wir suchen wollen Aufgabenbestellungen. Wir suchen wollen Linoleum. Was ist das, ein Experiment vielleicht? Linoleum? Oder ein Rezept? Habt ihr Ideen? Rezept oder noch besser Experiment oder vielleicht was Neues, was man erstellt. Neues, neuer Stoff. Neues. Nee. Passt nicht. Okay, ich schaue mir an, was ihr sucht. Ich weiß nicht, was diese Dinger hier sollen. Das ist wahrscheinlich die nächste Sprache dann. Da steht immer noch Linoleum. Hat er sich das nicht gemerkt? Hör mal, geht's noch? Da tippe ich mir die Finger wund und dann speichert er nicht. Der. Natürlich der. Was haben wir gesagt? Experiment. Rezept. Moment, das ist ja ein... Das ist ja ein Verb, ne? Experimentieren. Ah, eine Mischung. Mischen vielleicht. Mischen. Oder irgendwie verbrennen zusammen oder so. Zusammen mischen, mix. Mix it up. Das heißt, wir wollen mischen. Ja, ich finde mischen gut. Die Uhr läuft doch weiter. Ja, Angerit, aber wir können jetzt ja auch nicht den ganzen Tag da nur stehen, um was zu essen zu kriegen. Wir haben Wichtigeres zu tun. Also, mischen. Brauen! Sowas. Wir wollen was brauen. Reagieren lassen. Okay. Feuer. Und dann macht's zing! Oh, das tat weh im Hals. Okay. Will sonst noch irgendwer mit mir was reden oder machen? Was hat er zu sagen? Sind die Farben von denen wichtig eigentlich? Ist vielleicht einer Experte für Silber und der andere für Gold und so weiter? So, er sagt hier... Ach, was war das nochmal? Maskierter irgendwas. Haha, wusste ich doch. Maskierter Dirigenten. Erstellen, zaubern das Tor. Ein Portal vielleicht. Mischen, brauen, öffnen das Tor. Schlüssel. Vielleicht sind das auch Schlüssel.
Rat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 
Ah, maskierter Dirigent vielleicht. Monster macht Angst. Aber was kann das hier sein? Ist das dieses Erstellen, Zaubern? Pflanze. Nicht Krieger. Helfen, Feuer. Wissenschaft. Wo kam jetzt Wissenschaft? Ach, Wissenschaftler, ja. Sahen die maskierten Dirigenten nicht aus wie Engel? Ja, das stimmt, die sahen anders aus. Das ist Quatsch. Aufgabebestellung. Also er hier ist Quatsch, aber was tun wir stattdessen da rein? Ein Krieger ist es ja auch nicht wirklich. Helfen. Aber wer ist er dann? Das hatten wir ja schon. Schließen, finden, Kohlenstoff, Krieger, Silber, Gold, ich suchen wollen. Tod! Achso, der ist schon zugeordnet. Aufgabe. Helfen. Ja, bei Feuer bin ich aber relativ sicher. Das ist eigentlich Quatsch, wenn das hier drauf käme. Labor, Schlüsselpresse. Tor. Angst, Bad. Vielleicht haben wir es ja auch einfach noch nicht. Was ist denn der ganz rechts zwischen den Zahlen? Der? Du? Plural? Also das sind alles Zahlen. Zahl, 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 Zahl. Das ist du. Rechts! Ach, sorry. Aufgabe, Bestellung. Das ist das, was eben an der Tafel, wo diese ganzen Sachen durchgestrichen waren, war das die Überschrift. Das mit Plural. Und dann haben die im Labor auch gesagt, wir suchen Bestellung oder so. Ich meine, es kann auch Monster sein, dann ist das diese Angst. Bade? Achso, nee, das hatten wir schon. Feuer. Vielleicht sind das ja diese Verwandlungen, also die Mischung unten. Da glaube ich nicht, die wollen ja was mischen. Also ich glaube, da bin ich mir auch relativ sicher, dass das weder Monster oder Böse oder Tod heißt, noch was auch immer das ist. Linoleum ist bestimmt oben links. Ach so, ich dachte hier. Und das wäre eher das. Ach, ihr meint, die sind falsch. Aber was würdet ihr denn dann hier reintun? Ich finde Linoleum hier eigentlich schon gut. Okay, also ihr wollt unten links Feuer. Aber da ist doch gar kein Feuer zu sehen. Warum soll ich denn da Feuer reinschreiben? Da muss ich, bin ich nicht eurer Meinung. Aber vielleicht habt ihr ja trotzdem recht. Oder gerade deswegen. Rezepte, ja, das finde ich, kann schon eher da rein. Rezepte und dann mischen. Hm.
Hat noch dieses Erschaffen. Wo ist das jetzt hin? Verwandeln, erschaffen. Wo ist es denn? Bin ich blöde? Helfen, erstellen, zaubern, so. Bad. Angst. Nee. Die beiden umdrehen. Aber warum sollte denn Rezeptaufgabe bei dem... Ach, vielleicht so Prozess? Können wir das Monster nicht auf der Wandmalerei sehen? Ja, ja, das sind ja Wörter aus der Wandmalerei. Hier. Falls es das Monster sein soll. Vielleicht das Monster fürchtet das Feuer. Ups. Dann ist das Monster. Und das ist Furcht. Aber hier bin ich nicht so ganz zufrieden mit. Mischen. Aufgabe. Nee. Linoleum oben. Ihr macht mich kirre. Ich verstehe nicht, warum jetzt... Ah, okay. Jetzt hat aber einer von euch nachgeguckt. Nur noch Linoleum oben klingt sehr nach in die Lösung geguckt. Transformieren. Okay, das ist transformieren. Das ist eine Formel. Das ist ein Monster und das ist Angst. Okay, super. Waren wir schon? Oh, da ist ein Schild abgehangen. Ach so, war das Labor irgendwie. Ich glaube, in dem Labor ist ein Monster. Ah, hier waren wir schon. Hier kann man nicht rein. Deshalb ist das Schild ja auch abgerissen. So, ich glaube, ich muss jetzt wirklich mal... Wir haben auch schon 10 nach 9, Alter. Alter! Hier. Das ist ja ein schönes Abschlussbild. Dies hier nicht, aber egal. So. Oh, Moment. Mach ich noch hier. Verlassen. Verlassen. So. Könnt ihr auch das AA sehen von Senna. Hihihi. Ihr Lieben, es hat Spaß gemacht, aber ich muss jetzt... Also ich räume das Mikro schon ab, während ich noch mit euch rede. Seht ihr mal, wie wach ich bin. Ich muss mich jetzt schonen. Danke, dass ihr dabei wart. Es hat Bock gemacht. Ich finde, wir haben ja doch ein bisschen was geschafft. Es geht weiter nächste Woche. Langsam habe ich auch Bock, dieses Spiel mal durchzuhaben, damit wir was anderes spielen können. Ich habe Lust auf Pentiment und noch ein paar andere Sachen irgendwie... In der Pipe, sagt man. Ach, ich bin so durch. Tschüss und gute... Tschüssli sogar. Wie ein Müsli. Danke, Puki M. Puki M. Ich weiß nicht, warum ich diese Puki M nenne. Danke, Puki. Und gute Besserung, sagt sie. Danke, danke. Oh, Limon ist jetzt auch gleich in Stockholm. Gutes Timing. Sehr gut. Ich hoffe, du konntest wenigstens einen Teil der Fahrt mit dem Stream verbringen, dass das Internet nicht zu schlecht war. Aber meistens ist es ja... also ich vermute mal, dass es in schwedischen Zügen besser ist als in den deutschen. Super guter Fortschritt. Schönen Abend. Schön dich. Schon dich. Von was? Schon dich! Gott. Danke, Muffelweiß. Ach, lesen war noch nie so mein Ding. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Es hat mir Bock gemacht. Ich versuche jetzt nicht wieder 20 Minuten lang zu labern, sondern verabschiede euch und würde sagen, ich
Bommelin online. Dann gewinne ich wieder das große Raid-Battle. Ist sie online? Sie ist online! Ja dann, schnell! Schnell, schnell, bevor sie wieder Leute zu mir schickt und ich dann hier so awkward nichts mehr habe zu bieten. Wie ging das nochmal? Ihr müsst mir helfen. Ich bin noch so durch. Raid. Bommelin. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst mir gerne bei YouTube ein Like da und einen Kommentar und ein Follow. Empfiehlt mich weiter, das würde mich sehr freuen. Damit die nette Runde hier größer wird. Gute Besserung, sagt Limulitz. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Auch euch einen schönen Abend, eine schöne erste Januarwoche. Seid nicht zu betrübt, dass jetzt noch so viel Winter übrig ist, obwohl Weihnachten vorbei ist. Und irgendwie, ich finde die Zeit nach Weihnachten, so diese kalten Monate, Januar, Februar am ätzendsten. Aber dafür können wir uns ja zumindest ab und zu hier im Stream nett machen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Dann bin ich hoffentlich ein bisschen fitter. Das hat mir auf jeden Fall jetzt meiner Stimme nicht geholfen, aber emotional hat mich das aufgebaut, mit euch zu zocken. Und wir sehen uns bald. Jetzt viel Spaß mit Bommelin. Hat es geklappt? Hat es gekloppt? Ja, es hat gekloppt. Genau. Und falls ihr nichts anderes von mir hört, sehen wir uns nächsten Dienstag wieder. Macht's gut. Tschüss.